Wow, na da seid ihr aber ganz schön ins Fettnäpfchen getreten, Das wollt ihr doch jetzt nicht ernsthaft durchführen, oder Bundesregierung? Geil, geil, geil. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist einfach nur geil. Sowas habe ich vorher noch nicht gesehen und du hast es sicherlich vorher auch noch nicht gesehen. Ein Algorithmus, der aus einem Winterlandschaftsfoto ein Sommerlandschaftsfoto macht mit zwei einfachen, simplen Dingen. Er nimmt die Farbe und das Licht aus dem Referenzfoto und zieht es einfach auf das Foto, was du bearbeitet haben willst. Da kommt jetzt nicht sowas von wegen, wenn der Himmel einfach zu ausgebrannt ist oder so, dass der dann angepasst wird oder so. Nein, 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 nein. Es dreht sich wirklich nur um die Farbe und um die Qualität des Lichtes. Dieser Deep Photo Style Transfer Algorithmus wurde von zwei Forschern und Adobe entwickelt und kann bis zu 80% einfach mal aus einer Winterlandschaft eine Sommerlandschaft machen. Unglaublich, aber wahr. Das Ganze birgt natürlich auch Gefahren, aber auch diese Gefahren soll es eigentlich nicht so geben. Also es soll keine Verzerrung der Linien, Kanten oder sonstiges geben. Nein, es soll sich wirklich nur auf die Farbe und auf das Licht bezogen werden. Zudem soll dieser Algorithmus bald in Photoshop oder vielleicht als Plugin für Photoshop herauskommen. Und dann kannst du mit einem einfachen Klick aus einer Winterlandschaft eine Sommerlandschaft machen oder aber auch einfach aus einem am Tag fotografierten Städtchen ein Städtchen machen, was du bei Nacht fotografiert hast, ohne dass dort irgendwelche Doppelungen von Lichtern oder sonstiges gespiegelt werden, wie auch immer. Das hört sich doch einfach nur geil an und es sieht auch gar nicht so verkehrt aus. Und ich bin sehr gespannt, wenn dieser Algorithmus herauskommt, ob das Ganze auch so funktioniert, wie es auf den Bildern zu sehen ist. Wow, na da seid ihr aber ganz schön ins Fettnäpfchen getreten, Das wollt ihr doch jetzt nicht ernsthaft durchführen, oder Bundesregierung? Das ist nicht euer gottverdammter Ernst. Ein Führerschein für DSLR-Fotografen, für Profi-Fotografen, die extra nochmal einen Test durchführen müssen und am Ende sagen zu können, ja hier, ich habe bestanden und bin Profi-Fotograf und darf halt weiterhin meine Fotos gegen Geld verkaufen? What the fuck? Ja, genau diese Nachricht gab es am 1. April. Und zwar sollte ab dem 11.11.2017 der DSLR-Führerschein eingeführt werden. Egal ob Hobbyfotograf oder Profifotograf, jeder Fotograf sollte genau diesen Führerschein dann auch machen. Indem es Multiple-Choice-Fragen und vieles anderes geben sollte. Natürlich nicht nur, um die Profifotografen irgendwie zu unterstützen, nein, sondern auch, um die Hobbyfotografen vielleicht daran zu erinnern, dass man mit weniger Money ein bisschen den Markt zerstört. Aber auch, um junge Talente nochmal herauszukitzeln, so dass sie dann sich doch sagen, alles klar, ich weiß Bescheid, ich mache den Test und könnte am Ende Profifotograf werden. Ja, da sind viele ja leider Gottes warum auch immer drauf reingefallen, denn diese Nachricht gab es am 1. April und am 1. April, you know, April, er weiß nicht, was er will, gab es natürlich April-Schätze. Und Digital Photo hat sich gedacht, kloppen wir nochmal eine der Nachrichten überhaupt raus und ja, diese Nachricht ist vollkommen durch die Decke gegangen und ich dachte im ersten Moment auch so, was? Also ich meine, seit kurzem gibt es den Drohnenführerschein und den gibt es wirklich und jetzt sollte ein DSLR-Führerschein eingeführt werden. Puh, das klang im ersten Moment doch schon ein bisschen glaubwürdig, aber dann ganz ehrlich, 1. April, er weiß nicht, was er will. War mir klar, es kann nur ein April-Scherz sein und es ist auch einfach nur ein April-Scherz. Aber ein sehr, sehr krasser April-Scherz, der dann doch schon viele Hobbyfotografen und Fotografen in Rage gebracht hat. Zum Glück wird es nicht so kommen, aber was hast du denn gedacht, als du diese Nachricht am 1. April gelesen hast? Oder auch am 2. April oder auch vielleicht am 3. oder 4. April? Schreib's mir doch mal unten in die Kommentare. Und da wir gerade bei April-Scherzen waren bzw. sind, könnte das auch ein April-Scherz gewesen sein? Zumindest haben das viele gedacht, aber nun soll es offiziell sein, dass es doch kein April-Scherz gewesen ist. Denn kurz vorm 1. April bzw. am 1. April ist diese Nachricht komplett durch die Decke weltweit gegangen. Es wurde gesagt, dass die 5D Mark III 4K-Aufnahmen machen kann, dank einer neuen Version von Magic Lantern. Und ja, viele haben es echt geglaubt und ja, es scheint der Wahrheit zu entsprechen, denn jetzt ist ein Quellcode aufgetaucht, der genau das beweist, dass die Entwickler von Magic Lantern es eingeführt haben, dass die 5D Mark III auch 4K aufnehmen kann. Zudem gibt es mehrere Modi für 4K, aber auch mehrere Modi für Full HD.
Du solltest aber nicht vergessen, dass die 5D Mark III vom Hause aus nur Full HD aufnehmen kann und dass diese 4K-Aufnahmen keine echten 4K-Aufnahmen sein werden. Aber das Material, was man jetzt schon im Internet findet, sieht eigentlich gar nicht so verkehrt aus, auch wenn es vielleicht ein bisschen überschärft ist und so weiter und so fort. Trotz alledem kann sich, glaube ich, jeder Canon 5D Mark III Besitzer freuen, dass er jetzt auch in 4K aufnehmen kann, sofern er das möchte. Schlussendlich ist es also doch kein April-Scherz, obwohl ja viele April-Scherze am 1. April dabei waren, die richtig gut gewesen sind. Und ich dachte, das wäre eigentlich auch einer. Krass. April, April, er weiß nicht, was er will. Genau das ist doch der Satz dieser Fotonews, so kann man das Ganze sehen. Und bei dem 1. April-Scherz dachte ich schon so, bei dem 2. April-Scherz, der jetzt doch Realität geworden ist, Manometer, was hältst du denn von dieser ganzen Geschichte? Schreib es mir mal unten in die Kommentare, ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Meinung. Sollte dir diese Fotonews gefallen haben, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen, hier unten den Kanal kostenlos abonnieren, damit du auch gar kein Video mehr verpasst. Teil das Video doch mit deinen Freunden, damit auch die wissen, was gerade so im Fotografie-Universum abgeht. Da gibt es hier zwei weitere Videos, auch da nochmal reinschauen. Und für heute wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Abend, was auch immer. Wir sehen uns demnächst wieder, macht's gut, macht's besser. Ciao, ciao.